Sie scheinen den Ernst der Lage nicht begriffen zu haben. Das ist alles nur ein Missverständnis. Wegen eines Missverständnisses würde die Anklage aber nicht die Todesstrafe empfehlen. Meine Aufgabe ist es, die Begleitumstände zu erfahren. Und das wird mir nicht gelingen, wenn ich nicht alles über sie weiß. Ich möchte lernen, genauso zu heilen wie sie. Ich besitze die Gabe. Ist das so? Ich habe das Bein meiner Schwester geheilt. Eine Amputation ist nicht notwendig. Versuch niemals, Wunder zu vollbringen. Die Menschen würden dir nie verzeihen, wenn du scheiterst. Der Patient ist verstorben. Stimmt. Mein Arzt hat gesagt, dass ich unfruchtbar bin. Ihr Arzt ist ein Narr. Fahren Sie mit dem Jungen an die See. Wo soll ich das Geld dafür hernehmen? Oh, ich danke Ihnen. Nein, hören Sie auf. Schluss damit. Was erlauben Sie sich? Warten Sie gefälligst. Sie behaupten, dass Sie nur ein Betrüger und Scharlatan sind. Das würde angeblich so in der Zeitung stehen. Sie müssen von hier verschwinden, Herr Mikulaschek. Unverzüglich. Sie haben keine Rechte, Mikulaschek. Glaube und dein Glaube wird dich heilen. Sagen Sie das immer zu Ihren Patienten? Jesus hat das gesagt. František Halko, wie haben Sie sich kennengelernt? Was ich zu bieten habe, ist absolute Loyalität. Nichts dergleichen ist jemals passiert. Es ist nichts passiert. Die können mich doch nicht einfach unschuldig verurteilen. Das war von langer Hand geplant. Was starrst du mich so an, du Hund? Sie haben nicht mehr lange zu leben.